بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Geschwister, wir wollen inshallah ta'ala heute unsere Reise ins Jenseits fortsetzen. Und wir hatten in der letzten Woche über noch einige wichtige Ereignisse am jüngsten Tag gesprochen gehabt. Und zwar, wie Allah subhanahu wa ta'ala die Erde austauschen wird, wie die Menschen dann aus der Erde herauskriechen werden. Und der erste unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sein wird. Und dass die Menschen dann, wenn sie dann auch aus der Erde herauskommen, nackt sein werden und daraufhin auch nach einiger Zeit erst ihr Kleidungsstück bekommen werden. Je nachdem, was sie an Taten vollbracht haben in der Dunya, ein schönes oder ein hässliches Gewand tragen. Und heute, inshallah ta'ala, meine geehrten Geschwister, wollen wir noch auf einige Phänomene am jüngsten Tag eingehen. Einige Phänomene, über die Allah ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns berichtet haben. Und sollten wir zeitlich vorankommen, inshallah, dann werden wir auch noch über die Situation von bestimmten Menschengruppen sprechen. Und zwar von den Kafirun, den Ungläubigen, den Usat al-Mu'minin, den Sündern unter den Gläubigen und den rechtschaffenen und frommen Gläubigen. Das werden wir heute nicht alles schaffen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen werden, inshallah ta'ala, weil auch es vieles diesbezüglich zu sagen gibt, inshallah ta'ala. Und zwar berichtet der Koran, was alles an diesem gewaltigen Tag geschieht. Insbesondere auch mit dem Universum. Und wie Allah subhanahu wa ta'ala an diesem Tag seine Allmacht noch einmal verdeutlichen und zur Schau stellen wird. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala folgendes in Surah Az-Zumar, in der Ayah Nummer 67. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِ Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Sie haben Allah nicht eingeschätzt, wie es ihm gebührt. Wo die ganze Erde am Tag der Auferstehung in seiner Hand gehalten wird und auch die Himmel in seiner Rechten zusammengefaltet sein werden. Preis sei ihm, erhaben ist er über das, was sie bei ihm sind. Allah subhanahu wa ta'ala spricht diese Ayah die Menschen an. Er sagt uns, wir haben Allah nicht richtig geehrt. Wir haben Allah subhanahu wa ta'ala nicht richtig eingeschätzt, wie es eigentlich ihm gebührt. Wir reden über Allah subhanahu wa ta'ala, als wäre er einfach ein Wesen wie wir. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist der Schöpfer dieses Universums. Und er wird am jüngsten Tag dieses Universum in seinen Händen. Was heißt das in seinen Händen halten? Im übertragenen Sinne Allah subhanahu wa ta'ala, er wird seine Macht zum Ausdruck bringen. An anderer Stelle sagt Allah ta'ala, und er beschreibt, wie das sein wird, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ Surah Al-Anbiya, Vers Nummer 104. An dem Tag, da wir den Himmel zusammenfalten werden, wie der Urkundenschreiber die Schriftstücke zusammenfaltet. Also der Himmel und die Erde werden zusammengefaltet, als wären sie eine Schriftrolle. Wie wir eine erste Schöpfung am Anfang gemacht haben, wiederholen wir sie. Das ist ein für uns bindendes Versprechen. Wir werden es bestimmt tun. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er wird, wie wir es auch letztes Mal gehört haben, er wird dieses Universum im Grunde genommen
komplett noch einmal umformt. Es wird zerstört und es wird noch einmal neu errichtet. يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. An jenem Tag, wo die Erde ausgetauscht wird mit einer anderen Erde und die Himmel. وَبَرَزُوا لِلَّهِ وَاحِدِ الْقَهَرِ. Und sie alle Allah, den Bewältiger, den Einzigen, dann zum Vorschein treten werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat das beschrieben, wie das genau sein wird. Und was dann Allah ta'ala in diesem Moment sagen wird, wie es überliefert wird bei Bukhari von Abu Huraira radiallahu anhu. يَقْبِلُ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah, er wird die Erde am jüngsten Tag in seine Hand nehmen. وَيَطْوِ السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ. Und er wird mit seiner Rechten den Himmel zusammenfalten. ثُمَّ يَقُولُ. Und daraufhin wird er sagen, أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ. Ich bin der König. Wo sind die Könige der Erde? Allah subhanahu wa ta'ala, er demonstriert seine Macht. Lima lil mulku al-yawm. Wem gehört die Herrschaft an diesem Tag? Lillahi wahid al-qahhar. Allah, dem Einen, dem Bewältiger. In Sahih Muslim wird von Abdullah ibn Umar folgendes überliefert. Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, يَطْوِي اللَّهُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah Ta'ala, er wird die Himmel am jüngsten Tag falten. ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى. Und daraufhin nimmt er sie mit seiner rechten Hand, وَكِلْتَ يَدَيْهِ يَمِينَ. Die beiden Hände sind rechts. Das dürfen wir uns nicht bildlich vorstellen. Allah Ta'ala, er hat nicht eine Hand, wie die Menschen sie haben. Sondern wir glauben einfach an das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, ohne dass wir Allah subhanahu wa ta'ala in irgendeiner Weise ein Greiforgan zuschreiben. Weil dann würden wir nämlich Allah ta'ala mit seinen Geschöpfen vergleichen. Allah ta'ala, er sagt, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ. Keiner ist seinesgleichen. وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Aber er ist der Allhörende, der Ersehende. Wir beschreiben Allah ta'ala nicht, wie wir einen Menschen beschreiben, sondern wir glaubt einfach an das, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Was Allah ta'ala im Koran gesagt hat, verstehen, was damit zum Ausdruck gebracht werden möchte, aber überlassen dann das Wissen über das Kaif, das heißt, über die Art und Weise dieser Eigenschaft, Allah subhanahu wa ta'ala, und gehen nicht näher darauf ein. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, Allah ta'ala, er nimmt es dann mit seiner Rechten, also die Himmel mit seiner Rechten. ثُمَّ يَقُولُ. Daraufhin ruft er. أَنَا الْمَلِكُ. Ich bin der König. أَيْنَ الْجَبَّارُونَ. Wo sind die Tyrannen? أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ. Wo sind die Hochmütigen? ثُمَّ يَرْوِي الْأَرْضَ بِشِمَالِهِ. Und in einer anderen Version, يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْأُخْرَى. ثُمَّ يَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ. أين الجبارون أين المتكبرون. Und daraufhin nimmt er mit seiner anderen Hand, in einer anderen Version, mit seiner linken Hand die Erde und er sagt, ich bin der König, wo sind die Tyrannen, wo sind die Überheblichen. Was im Himmel wieder was, und zwar egal wie viel Macht er was über einen anderen Menschen, am Ende gibt es immer über den jemanden, der mehr Macht hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird dich für das, was du getan hast, in Rechenschaft ziehen. Und das muss ich immer vor Augen haben als Muslim. Ich kann vielleicht jemanden, der schwächer als ich bin, tun. Gar keine Frage. Aber ich muss dafür Rechenschaft ablegen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wird mich dafür auch zur Rechenschaft ziehen. Wie ist es dann erst mit Herrschern, mit Regenten, welche ganze Völker unterdrücken. Wie werden sie vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen? Ich möchte es gar nicht wissen. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt im Koran, dass am jüngsten Tag, nachdem in das Horn geblasen wurde, die Erde mit einem einzigen Schlag zu Staub wird. Und das an verschiedenen Stellen im Koran. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ
nafkhatun wahida. Wenn ins Horn ein einziges Mal geblasen wird. Wa humilatil ardu wal jibal fadukkata dakkatan wahida. Und Erde und Berge gehoben und dann mit einem einzigen Schlag zu Staub eingeebnet werden. Fa yawma idhin waqa'atil waqi'a. An jedem Tag wird das Ereignis eintreffen. Der Koran, er beschreibt das sehr bildlich. Warum? Damit uns nochmal klar wird, wie vergänglich alles ist, was wir aufbauen. Wie schnell alles, was du dir in deinem Leben aufgebaut hast, einfach so zu Staub werden kann. Einfach so vergehen. Nichts bleibt ewig. Das Einzige, was ewig bleibt, ist was? Ist deine gute Tat. Und das darfst du niemals vergessen, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester. Wir leben nicht für diese Dunja, sondern wir leben für das Erbe. Wir werden von dieser Dunja nichts mitnehmen können. Wie viele Menschen haben sich in ihren Heimatländern hier, von hier aus, Häuser, verschiedene Geschäfte aufgebaut, aber haben nie in diesen Häusern gelebt, weil sie zuvor von dieser Dunja gegangen sind. Sie haben nichts mitgenommen, subhanallah. Und das muss ich mir immer wieder vor Augen halten, mein lieber Bruder und liebe Schwester. Ich werde nichts mitnehmen. Alles wird zerstört werden. Das Einzige, was übrig bleiben wird, sind meine guten Taten. Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt, was geschehen wird mit dem Berg. Und er sagt, يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. An jedem Tag, wo die Erde und die Berge beben werden, zittern werden, وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Und die Berge, sie werden zu Staub, der verweht wird. Nichts bleibt. Allah. Dann der Koran. Er berichtet davon, dass an jedem Tag sogar die Meere regelrecht explodieren werden. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Infitar? وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. Was heißt Fujjir? Tafjir. Wenn die Meere explodieren werden. In einer anderen Ayat zum Al-Takwir heißt es وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ. Und wenn die Meere zum Überfließen gebracht werden, nichts bleibt bestehen. Alles wird sich ändern. Ebenfalls der Himmel, wie wir ihn kennen. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسْيِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا. Am Tag, der der Himmel sich heftig hin und her bewegt, إِذَا السَّمَاءُ شَقَّتْ. Wenn der Himmel brüchig wird, wenn der Himmel brüchig wird und voller Löcher ist, das heißt, nichts wird bestehen bleiben an diesem Tag. Ebenfalls, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht über unser Sonnensystem und er sagt, إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ. Wenn die Sonne umschlungen wird, وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ. Ja? Und wenn die Sterne verstreut werden und dann kommen wieder die Berge, nichts bleibt in seiner Stadt. Alles wird sich verändern. Deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns aufgezeigt, dass es drei Suren gibt, welche uns den jüngsten Tag beschreiben. Es wird überliefert von At-Tirmidhi, von Ibn Umar radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, man sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati. Wer sich den jüngsten Tag anschauen möchte, der soll sich welche Suren durchlesen. Und zwar einmal in das Shamsu Kuira zu dem Takmir, in das Sama und Fatara zu dem Infitar und in das Sama und Shaqqat zu dem Inshaqqat. Drei Suren, in denen Allah subhanahu wa ta'ala ganz genau beschreibt, was an jenem Tag geschehen wird. Das wollte ich noch einmal erwähnen, weil wir das ausgelassen haben und übersprungen haben. Und das ist auch das, was beim ersten Posaunenstoß geschehen wird.
Wir kommen jetzt wieder zurück, insha'Allah ta'ala, zu dem Punkt, wo wir auch letztes Mal dann geendet haben. Und zwar, nachdem die Menschen jetzt aus ihren Gräbern auferstanden sind. Wie werden sie auferstanden? Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt jetzt in erster Linie auch die Ungläubigen. Jene, welche diesen Tag verleugnet haben, in verschiedenen Ayat. Und wir wollen uns einfach mal diese Ayat anschauen und in Erfahrung bringen, wie die Menschen jetzt auferstehen werden, in was für einem Zustand. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns in der Ayat vor uns: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Den Tag, da sie aus den Gräbern eilig herauskommen werden. Sie werden regelrecht rennen. Und es beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala, wie diese Menschen aus ihren Gräbern herauskriechen werden. Als würden sie hastig zu einem aufgerichteten Opferstein laufen. Als würden sie regelrecht rennen. In einer anderen Ayah beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala sie wie aufschwärmende Heuschrecken. Kennt Heuschrecken, oder? So ein Heuschreckenschwarm. Ja? Man hat das Gefühl, die Heuschrecken, die fliegen irgendwie irgendwo hin. Schnell, nicht koordiniert. Und genauso auch wird es am jüngsten Tag sein. Warum? Allah ta'ala, er sagt, khashi'atan absarum, mit demütigen Blicken. Tarhaquhum zilla, bedeckt mit Erniedrigung. Dhalika al-yawm alladhi kanu yu'adun, das ist der Tag, der ihnen immer wieder angedroht wurde. Und sie werden rufen, wie es Allah ta'ala in Surah Al-Qamar sagt, فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Und jetzt خُشَّ عَنْ أَبَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Werden sie mit gedemütigten Blicken aus den Gräbern herauskommen wie ausschwärmende Heuschrecken. Und dann sagt Allah Ta'ala, مُقْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ, zu dem Rufer hasten, der sie rufen wird. يَقُولُ الْكَافِرُونَ, die Ungläubigen werden in diesem Moment rufen, هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ, das ist ein schwerer Tag. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, meine geehrten Geschwister, er berichtet jetzt, warum dieser Tag schwer sein wird. Wir hatten das letztes Mal schon angedeutet. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass an diesem Tag die Sonne sehr, sehr nah an den Köpfen der Menschen sein. So nah, wie man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam in unterschiedlichen authentischen Überlieferungen, wie in dieser Überlieferung bei Sahih Muslim von Al-Miqdad ibn Aswad, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, Tudna shamsu yawm al-qiyamati min al-khalq. Die Sonne wird am jüngsten Tag sehr nahe an den Geschöpfen sein. Hatta takuna minhum qadra mil. So dass sie so nah ist wie eine Meile. Und dann fragte ein der Überlieferer, ich weiß nicht, was mit einer Meile gemeint ist. Ist damit eine Meile gemeint, mit der wir sozusagen heute messen, also die etwas länger als ein Kilometer ist? Ich weiß nicht genau, wie die groß und wie lang die Meile zur Zeit des Propheten gemessen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch ungefähr eine Maßeinheit sein. Oder ist damit gemeint, der, ich weiß nicht, wie das die Frauen nennt, dieser, mit dem man sozusagen seine Wimpern, die Wimperntusche, dieser Stift, nicht Stift, das ist ein Stift, Schwestern, wie nennt man das? Ja? Diese Bürste, ja, tut mir leid, das ist nicht passend. Ja, diese Bürste, der Frauen ihre sozusagen Wimperntusche auf die Wimpern auftun. Ja, ob dieser Stift damit gemeint ist. Das heißt, die rechnen über die Köpfe. Allahu a'lam, ob das jetzt wortwörtlich zu verstehen ist oder ob der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns einfach nur damit sagen möchte,
dass die Sonne sehr, sehr nahe an den Köpfen der Menschen sein wird. Man kann sich das kaum vorstellen. Jetzt könnte man sagen, wie soll das denn gehen? Die Sonne ist doch unglaublich heiß. Das würde man noch gar nicht ertragen, das würde man noch gar nicht aushalten. Das ist richtig. Wenn du sterben könntest, würdest du es nicht aushalten. Du würdest sofort sterben. Nur an dem Tag gibt es keinen Tod. Du kannst nicht mehr sterben. Wir hatten es gesagt. Die Seele, wenn sie noch einmal in deinen Körper eingehaucht wird, wird sie nicht mehr deinen Körper verlassen. Du wirst dir wünschen an diesem Tag, dass deine Seele den Körper verlässt. Du wirst dir den Tod wünschen, aber du kannst nicht sterben. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَهُوَهُ مِنْ. Und der Tod, er kommt von jedem Ort, aber er ist nicht tot. Er kann nicht mehr sterben, der Mensch. Stell dir das mal vor. Du möchtest selbst machen, aber du kannst es nicht. Du weißt, was ich erwarten würde, und du willst fliehen, indem du einfach dein Leben nimmst, aber es gibt keinen Tod mehr. Es geht einfach nicht. Die Hitze ist unerträglich heiß. Ich möchte sterben, aber ich kann nicht sterben. Der Tod wäre für mich eine Erlösung, aber es gibt keinen Tod. Nein. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam: فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرْضِ. Und die Menschen werden entsprechend ihren Taten im Schweiß baden. فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ. Einige Menschen werden im Schweiß sein bis zu ihren Fußknöcheln. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ. Andere wiederum werden im Schweiß sein bis zu ihren Knien. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حِطْوَيْهِ. Und manche bis zu Taille. وَمِنْهُمْ مَنْ يُنْجِمُهُ الْعَرَقُ إِجَّامًا. Und manche werden regelrecht im Schweiß baden. Und hier, was ich schon hast, trinken im Schweiß. Je nachdem, in was für einem Zustand du bist. Je nachdem, was du gemacht hast. Ja, und manche Menschen, die wir noch sehen werden, inshallah ta'ala, sie werden sogar im Schatten Allahs stehen. Das heißt, sie werden gar nicht der Sonne ausgelassen. Gar nicht. Sie werden einen schattigen Platz finden. Die Menschen alle, der steht unter der Sonne. Und du hast die Möglichkeit, wir werden auf diese Person zu sprechen kommen, inshallah ta'ala, im Schatten Allahs zu stehen. Du kannst dich jetzt schon darauf vorbereiten. Du kannst jetzt schon deinen Platz im Schatten präsentieren. Du musst nur bestimmte Sachen machen, nach denen wir noch zu sprechen kommen werden, inshallah. Das heißt, es wird ein schwieriger Tag sein. Und auf jeden Fall, wir wollten ja bei den Ungläubigen bleiben. Und was ihnen passieren wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns jetzt auf, dass die Ungläubigen, und mit ihnen, man kann das nicht immer genau trennen, also wenn wir von den Ungläubigen sprechen, dann meinen wir damit auch jene, welche das Höllenfeuer betreten werden. Sogar noch die Ungerechten, die Verbrecher etc. Selbst wenn sie vielleicht irgendwann mal dann das Paradies betreten sollten, aber sie gehören ebenfalls dazu. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt uns auf, dass die Menschen jetzt bereuen werden. Und deswegen Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben hier auch über die Namen des jüngsten Tages gesprochen. Allah ta'ala, er nennt diesen Tag Yawm al-Hasra wa anvirhum Yawm al-Hasra fi idh-Qudhi al-Amr. Und warne sie vor dem Tag, wo sie bereuen werden, wenn die Angelegenheit entschieden ist. Warum fi ghaflati? Und sie befinden sich in Unachtsamkeit. Warum la yu'minun? Und sie glauben nicht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er beschreibt das jetzt. Wie sehr sie es bereuen werden, dass sie nicht geglaubt haben. Allah ta'ala, er sagt zurück in Furqan. وَيَوْمَ يَعَقُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. Und an jedem Tag, wo der Ungerechte auf seine Hände beißen wird. يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Also aus Reue, so als würdest du bereuen, so, warum habe ich das bloß getan? Warum habe ich nicht geglaubt? Warum habe ich nicht Gutes getan? Und er wird sagen, يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Und er wird sagen, hätte ich doch mit dem Propheten einen Weg eingeschlagen. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.
oh wie er mir, hätte ich doch nicht den so und so zum engen Freund genommen. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Er hat mich von der Ermahnung, um Allah zu ermahnen. Er sagt nicht im Koran, er nennt es Ermahnung. Weil diese Ermahnung, sie kommt zu dir, subhanallah, und du hast sie einfach abgelehnt. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Er hat mich weggeführt von der Ermahnung, nachdem sie zu mir gekommen ist. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Der Shaitan, er sozusagen, lässt den Menschen im Stich. Er wird dich an deiner Seite stehen, wie wir gleich auch sehen werden, er wird dich im Stich lassen. Es ist der Tag, wo die Ungläubigen verzweifeln werden. Jetzt, weil sie merken werden, egal was ich tue, es gibt keinen Ausweg. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt, وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ. Und wenn die Stunde beginnt, dann werden diejenigen, welche Verbrechen begangen haben, verzweifeln. Verzweifeln an der Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Ich darf in der Dunya nicht an der Barmherzigkeit auszweifeln. Aber im Akhir, ich sehe, es gibt keinen Ausweg mehr. Und alles, was die Propheten gesagt haben, ist der Wahrheit entsprechend, dann werde ich verzweifeln. Die Ungläubigen, sie werden sich wünschen an jedem Tag, dass sie sterben können, dass sie nicht mehr existieren. Es gibt mehrere Ayat, die darüber sprechen. Eine Ayat kennen die meisten von uns in Surat, An-Naba, wo dann der Ungläubige was sagen wird, وَيَقُولُ الْكَافِرُ. Und der Ungläubige wird sagen, ja, Leitani, und du Torah. Oh, wäre ich doch bloß Staub und Erde. Aber es geht nicht mehr. In Surat An-Nisa, in der Ayah Nummer 42, sagt Allah Ta'ala, يَوْمَ إِذِي يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَرُوا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمْ الْأَرْضُ. An jenem Tag werden die Ungläubigen, welche ungehorsam sind gegenüber dem Gesandten, oder nicht auf ihn gehört haben, sich wünschen, dass die Erde sie frisst oder dass sie der Erde den Erdboden gleich macht. In anderen Worten, dass sie nicht mehr existieren. Aber es gibt kein Zurück. Subhanallah. Allah Ta'ala hat uns gewarnt. Wir haben die Möglichkeit. Viele Menschen, sie wollen einfach nicht hören. Und jetzt, ebenfalls, was Allah Subhanahu wa Ta'ala uns aufzeigt, was an jedem Tag geschehen wird. Und zwar diejenigen, welche in der Dunya unter den Ungläubigen miteinander befreundet gewesen waren, sie werden sich an jedem Tag gegenseitig versuchen, die Schuld in die Schuhe zu schieben. Sie werden sich streiten. Dein Freund, der dich in die Irre geführt hat, er wird mit dir streiten und er wird sagen, du bist der Grund dafür, dass ich jetzt im Höllenfeuer bin. Und du wirst sagen, nein, du bist der Grund dafür. Aber es bringt niemandem etwas. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala diesbezüglich? Es gibt viele Ayat, die genau darüber reden. Allah ta'ala, er sagt, Al-Akhila, yawma idhi, ba'aduhum li ba'din aduhun, illa die engen Freunde, sie werden an jenem Tag einander feind sein, mit Ausnahme von wem? Mit Ausnahme von Gottes Fürchtigen. Deswegen, ganz wichtig, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, such dir deine Freunde gut aus. Weil dein Freund, deine Freundin wird dir am jüngsten Tag nicht helfen. Im Gegenteil, er wird sich von dir lossagen. Und er wird versuchen, dich zu opfern, damit er noch gerettet werden kann. Aber es wird euch beiden nichts bringen. Ebenfalls berichtet Allah subhanahu wa ta'ala, dass sich diejenigen streiten werden, welche sich gegenseitig angebetet haben. Das heißt, wenn ein Mensch in der Dunya etwas angebetet hat, dann wird er sich mit seinem Ma'bud, das was er angebetet hat, am jüngsten Tag streiten und er wird versuchen, ihm vorzuwerfen, den Grund dafür zu treiben, in der Hölle zu bleiben. Und hierzu gibt es auch sehr, sehr viele Ayat, in denen Allah subhanahu wa ta'ala darüber spricht. Ja? Und zwar
sagt Allah Ta'ala folgendes, und das ist eine sehr schöne hier nochmal Stelle im Koran zu entdecken. Allah Ta'ala, er sagt über Isa a.s. Es gibt ja Menschen, die Isa a.s. als Gott sehen, anbeten. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ Und Allah Ta'ala, er wird zu Isa bin Maryam sagen, أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ Hast du etwa den Menschen gesagt, dass sie dich oder mich und meine Mutter zu Göttern nehmen sollen, neben Allah? Die Antwort von Isa wird sein, قَالَ سُبْحَانَكَ Er sagt, was heißt er dir? مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍ Ich hätte niemals etwas gesagt, was ich nicht sagen dürfte. إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ Sollte ich es behauptet haben und gesagt haben, dann hättest du es gewusst. تَعْلَمْ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي Du weißt, was in mir ist, aber ich weiß nicht, was in dir ist. Du bist Gott, ich bin nicht Gott, ich bin nur ein Mensch. إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Du bist wahrlich der Kenner des Verborgenen. مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِعْفُ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ Ich habe ihnen lediglich eine einzige Sache gesagt. Und zwar das, was du mir befohlen hattest. Dass ihr Allah, meinen Herrn und euren Herrn anbetet. SubhanAllah. Das heißt, diejenigen, die angebetet wurden in der Dunya, sie werden sich lossagen von denjenigen, die sie angebetet haben. Selbst die Götzen, sie werden sich lossagen von denjenigen, die sie angebetet haben. Der Shaitan, wie wir gleich sehen werden, er wird sich lossagen von denjenigen, die ihn angebetet haben. Zwischen allen herrscht Feindschaft. Jeder wird sich von den anderen lossagen. Allahu Akbar. Jedenfalls, die Könige, sie werden sich von denjenigen, die sie unterdrückt haben und in die Irre geführt haben, lossagen. Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht hierüber in verschiedenen Ayat. Und zwar beispielsweise hier in Surah Ibrahim, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا Und sie werden alle jetzt vor Allah stehen. فَقَالَ الضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا Die Schwachen, sie werden zu den Überheblichen, den Reichen sagen, إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ Sie werden sagen, wir haben euch einfach gefolgt. Einfach gemacht, was ihr von uns verlangt. Könnt ihr uns ein wenig von der Strafe Allah subhanahu wa ta'ala nehmen? Daraufhin antworten die Reichen und die Überheblichen. قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ Sie sollten sagen, wenn Allah ta'ala uns recht geleitet hätte, hätten wir euch auch recht geleitet. Aber es bringt nichts. سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ حَيْسَ Es ist völlig egal, ob wir uns jetzt sozusagen darüber aufregen, was uns passiert. Oder ob wir Geduld haben, es wird für uns keinen Ausweg geben. Es ist vorüber. Es gibt keinen Ausweg. Und dann hört euch an, was der Shaitan zu denjenigen sagen wird, die auf ihn gehört haben. Selbst der Shaitan wird sich lossagen. وقال الشيطان سورة إبراهيم Vers Nummer 22 لما قضي الأمر nachdem die Angelegenheit entschieden wurde إن الله وعدكم وعد الحق Allah er hat euch die Wahrheit versprochen ووعدتكم فأخلفتكم ich habe euch auch was versprochen aber ich habe mich nicht dran gehalten knallhart stell dich mal vor er verspricht dir etwas und sagt dir ein knallhartes Gericht ich habe gelogen ganz einfach Und dann sagt er, وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ Und ich hatte keinerlei Macht über euch gehabt. إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي Außer, dass ich euch gerufen habe und ihr habt mir geantwortet. فَلَا تَلُومُوا Du tadelt mich nicht. وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ Sondern tadelt mich selbst. Es bringt nichts. Am jüngsten Tag werden alle sich miteinander verfeinden. Und es wird keine Freunde geben am nächsten Tag, außer die Gläubigen, sie werden einander Freund sein. Und dementsprechend ja, müssen wir uns darauf einstellen. Es bringt mir nichts, wenn ich versuche, einfach mich einer Gruppe anzuschließen. Nein, nein. Sondern versuche immer die Wahrheit zu befolgen. Und seid ihr sicher, wie es Ali ibn Abi Talib gesagt hat. Er sagte, تعرف على الحق يعرفك أهل الحق. Lerne die Wahrheit kennen. Und du wirst automatisch merken, wie die Leute der Wahrheit dich kennen. Man zieht sich gegenseitig an. Und dementsprechend
Geh deinen Weg. Wenn du merkst, deine Freunde tun dir nicht gut. Deine Freunde, sie lenken dich ab auf deinem Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala. Deine Freunde unterstützen dich nicht in deiner Ibadah. Dann ist es besser, sich jetzt in dieser Dunya von seinen Freunden loszusagen, als am nächsten Tag. Mach es jetzt. Triff jetzt eine Entscheidung. Nicht morgen, wenn es zu spät ist. Und es geht sogar so weit am jüngsten Tag, dass der Mensch sich sogar mit seinen eigenen Gliedmaßen streiten wird. Mit sich selbst. Stell dir mal vor. Also, du streitest dich mit wem? Du streitest dich mit deinen Freunden. Du wirst dich lossagen von all denjenigen, welche mit dir in der Dunya befreundet sind. Du wirst versuchen, die Schuld auf die anderen zu schieben. Du wirst dich lossagen von dem, was du angebetet hast. Und das, was du angebetet hast, wirst dich von dir lossagen. Und du wirst dich sogar von deinen eigenen Gliedmaßen lossagen. Hat einer was Allah Ta'ala als Unfassbarkeit gesagt? وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. Und an jedem Tag, wo die Feinde Allahs im Höllenfeuer versammelt werden und dort dann sozusagen versammelt sind. حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا. Bis sie dann sozusagen kommt, das Höllenfeuer. شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Da werden ihr Gehör, ihr Sehorgan und ihre Häute bezeugen, was sie getan haben. Und dann werden die Menschen zu ihren Häuten sagen, وَقَالُوا بِجُلُودِهِمْ. Und sie werden dann sagen zu ihren Häuten, zu deiner Haut, was zu sagen, لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Warum habt ihr gegen uns bezeugt? Was soll das? Du bist doch meine Haut. Du wirst doch in deinem Feuer drin. Und was wird die Haut antworten? قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء الله. أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Allah hat uns Sprache gegeben, der allem eine Sprache gegeben hat. Deine Haut kann plötzlich gehen. Aber sie wird gehen und sie wird vor dir bezeugen, was du getan hast. Die Erde, auf der du gerade sitzt, wird reden. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Weil Allah ihr das eingibt. Alles um dich herum wird reden. Und du wirst dich mit deiner Haut streiten. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. Die Haut wird antworten. Und er hat euch das erste Mal erschaffen. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Und zu ihm werdet ihr zurückkehren. Es gibt auch viele Hadithe, welche wir diesbezüglich haben, in denen Allah subhanahu wa ta'ala oder der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns darüber berichten, wie die Haut sprechen wird. Wir hatten diesen einen Hadith, glaube ich, schon erwähnt, aber ich wiederhole ihn noch einmal. Und zwar hat einmal der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wie es Imam Muslim überliefert hat, angefangen zu lachen. Und die Sahabe fragten, ja, das wollen wir, warum lachst du? Oder der Prophet fragte sie, hält ihr mit dem Altrank? Wisst ihr, warum ich lache? Sie sagten, Allahu Rasul, Allah und sein Gesandter wissen das am besten. Woraufhin der Prophet sagte, ich lache darüber, wie der Mensch am jüngsten Tag mit seinem Herrn sprechen wird. Und er wird zu Allah sagen, Ya Rabbi, alam tujirni minukhun. O mein Herr, hast du mich nicht vor Unrecht gerettet? Allah wird antworten, Ben, ja. Woraufhin er dann antworten wird, Inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni. Gut, wenn du in jeder Form das Unrecht verboten hast, dann möchte ich keinen anderen Zeugen akzeptieren als ein Zeugen von mir selbst. Woraufhin Allah Ta'ala antwortet: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا. Heute sollst du dir als Zeuge selbst genügen. وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ شُهُودًا. Und die edlen Schreiber sollen ebenfalls als Zeugen genügen, die Engel. ثُمَّ يُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. Und daraufhin wird sein Mund versiegelt. فَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ.
das wird zu deinen Gliedmaßen gesagt. Irntaqi, spricht. Fatantiqu bi a'malikum, sie werden all seine Taten erwähnen. Woraufhin dann der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, thumma yukla baynahu wa bayn al-kalam. Und dann kann er dann widersprechen und antwortet daraufhin, bu'dan lakunna wa suhta fa'ankunna kuntu unar. Ihr sollt verflucht sein, weg mit euch. Ich will euch nicht mehr haben, dann müsst ich euch abhacken. Ja? Weil ich in der Dunya euch verteidigt habe und jetzt schon denke ich, du wirst dich sogar mit deinen eigenen Gliedmaßen streiten. Ja, es geht sogar so weit, dass die Seele sich mit dem Körper streiten wird. Deine Seele wird sich mit ihrem Körper streiten. Von Abdullah ibn Abbas wird folgendes überliefert. Er sagte, يَخْتَصِمُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Die Menschen werden am jüngsten Tag sich streiten. حَتَّى تَخْتَصِمَ الرُّوحُ مَعَ الْجَسَدِ. Bis sogar die Seele mit ihrem Körper streiten wird. فَتَقُولُ الرُّوحُ لِلْجَسَدِ. Die Seele wird zum Körper sagen, أَنْتِ فَعَلْتِ. Du hast das getan. وَيَقُولُ الْجَسَدُ بِالْرُوحِ أَنْتِ أَمَرْتِ وَأَنْتِ سَوَّلْتِ. Nein, du hast mir das befohlen, es zu tun und du hast mich dazu verführt. Ach, deine Seele wird mit dem Körper streiten. Und dementsprechend, subhanallah, wenn wir all das wissen, dann können wir uns auch vorbereiten. Weil Allah Ta'ala hat gesagt, uns berichtet hat, dass die einzigen, die sich an jedem Tag nicht streiten werden, welche Menschen sind, die gottesfürchtigen Menschen. Wir können uns jetzt darauf vorbereiten. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zurückzugehen, umzugehen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, etwas zu verändern. Damit wir am nächsten Tag, inshallah, Ta'ala, geschützt sind vor genau solchen Situationen, über die Allah Ta'ala und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns berichtet. Was für eine Gnade, dass wir diese Wahrheit kennen. Viele Menschen kennen die Wahrheit nicht. Viele Menschen sind blind für die Wahrheit. Viele Menschen lehnen die Wahrheit aus Überheblichkeit an. Allah Ta'ala, er hat uns die Wahrheit gezeigt. Deswegen lasst uns diese Wahrheit auch befolgen und umsetzen in unserem Leben, damit wir vorbereitet sind, genau auf diesen Tag, über Allah Subhanahu wa Ta'ala uns an jedem Tag retten vor solchen Situationen und uns in seinem Schatten stehen lassen an jedem Tag, an dem es keinen anderen Schatten geben wird. Nächste Woche, meine lieben Geschwister, werden wir über die sündhaften Muslime sprechen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns in vielen Überlieferungen aufgezeigt, was am jüngsten Tag für bestimmte Sünden vorgesehen ist und in was für einem Zustand sich diese Menschen befinden werden. Und nachdem wir darüber gesprochen haben, werden wir inshallah ta'ala über diejenigen sprechen, welche im Schatten Allahs stehen werden, damit wir auch versuchen, diese Eigenschaften uns anzueignen, um zu jenen zu gehören, die dann im Schatten Allah subhanahu wa ta'ala stehen werden. Und dann geht es weiter, inshallah ta'ala, mit den nächsten Phasen. Subhanallah wa bihamdik, shukran la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.